Ah, Game Dev Tycoon, lang nicht mehr gesehen. Ich hab Bock auf einen kleinen Speedrun. Mal gucken, wie schnell es geht. Schauen wir mal. Plopp. Willkommen zu Game Dev Tycoon. In dieser Wirtschaftssimulation machst du eine Zeitreise zu den Anfängen der Computerrevolution, um dein eigenes Spieleentwicklungsunternehmen zu gründen. In den nächsten 35 Jahren kannst du dein Traumunternehmen aufbauen, Bestseller-Spiele entwickeln, Fans gewinnen und Marktführer werden, ganz bestimmt. Bevor du dein Abenteuer beginnen kannst, musst du deiner zukünftigen Firma einen Namen geben. Also das hier erstmal de Laguns. Laguna. Female, auf jeden. Jetzt brauchen wir nur noch meinen. Ja. Ja, ich würde doch sagen. Das ist das Einzige, was ansatzweise nah hier rankommt. Hallo, schwarzes T-Shirt, wenn geht. Geht aber nicht. Dann, ich will nicht so nerdy aussehen. Obwohl, doch, eigentlich schon. Let's nerd some. Gut, brauchen wir nur noch einen geilen Spielen-Firmaname. Das ist immer ein bisschen schwierig. Letztes Mal hatten wir Trash Games, was auch wirklich... Nein, Mann. Du bist ja gar nicht da. Ich stell dich aber noch ein, auf jeden. Später, wenn ich Leute einstellen kann. Aber... Däh. Lame Game. Lame Game. Ja, komm, das geht eigentlich voll klar. Weiter. Du hast das Spiel bereits gespielt. Willst du alle vorherhaltenen Hinweise übernehmen? Nein. Nein, wir lassen es neu geben. Ist schon eine Weile her. Okay, so. Wir könnten jetzt natürlich wahrscheinlich gar nichts machen, außer die Zeitmaschine hier wieder sehen. Ne, wir können nur Spiele entwickeln. Mehr können wir tatsächlich nicht tun. Ne, so wie ich das sehe, geht hier nur neues Spiel entwickeln. Let's do this. Spiel 1. Gucken wir mal, was wir an Themen haben. Superhelden, Landwirtschaft, Mittelalter, Extremsport. Ich meine, wo sind wir? In 80ern? Mittelalter macht Sinn. Genre wählen. Action, Rollenspiel. Mittelalter, Rollenspiel. Ja, wow. PC. Marktanteil 56% fürs G64. Ja. Harry Ballsack Adventures. Okay. 2D-Grafik, ich bitte dich. Das kostet jetzt 30.000, wir haben 70.000. Entwicklung starten. Let's do this. Okay. So, Engine Level 1. Gameplay Level 1. Story Quests muss eigentlich sehr hoch. Engine und Gameplay eigentlich auch. Zeiteinteilung. Ah, Gameplay wäre noch wichtig, Story Quests noch wichtiger, Engine, so, okay. Musste man nicht irgendwann noch irgendwas klicken? Okay. Level Design, ja, Dialoge, ja. KI, okay, Level Design, yay. Okay, ob das so richtig ist, werden wir sehen. Harry Ballsack Adventures, ich meine. Nice. Spielweltdesign, ja. Grafik, ja. Und Sound, ja. Gucken wir mal, ob wir damit was reißen können. Wir haben nur noch 19.000 über jetzt. Ja, okay. Die Bugs noch. Die müssen raus, die Bugs. Fertigstellen. Ah. Der kommt noch mit. Okay, fertigstellen. Gewonnene Erfahrung. Neues Thema, neue Kombination. Engine Level 1, Gameplay Level 1. Klar, da hat sich jetzt nicht wirklich was getan. Laguna plus 90. Okay. Harry Ballsack Adventures ist bereit. Wir veröffentlichen das jetzt. Das ist das erste Game von Lame Game. Aha. Okay, Spielbericht erstellen bringt ja natürlich auch nochmal was. Ah gut, kein Einkommen, nichts. Wir müssen dafür jetzt auf jeden Fall
Die erste Bewertung für unser neues Spiel Harry Potter Adventures ist da. Ah! Oh, no, no, no! Rollenspiel funktioniert, Rollenspielspiele funktionieren gut auf G64. Macht teilweise Spaß, Informed Gamers suckt natürlich. Ja, ihr könnt ruhig hier reinschreiben. Hat seine Momente, Game Hero, also es wird kein Harry Ballsack Adventures 2 geben. Erfüllt die Erwartung nicht ganz. Ja gut, was erwartest du bei dem Titel? What the fuck? Okay, ist okay. Lame Game, ein Newcomer in der Spielebranche, hat kürzlich sein erstes Spiel Harry Ballsack Adventures herausgebracht. Das Spiel hat durchschnittliche Bewertung bekommen. Wir sind gespannt, was Lame Game in Zukunft veröffentlichen wird. Ja, ich auch. Wow. Das ist so lame. Aber hey, wir verkaufen den Dreck. Erste Verkaufswoche von Harry Ballsack Adventures wurden in der ersten Woche 2678 Stück verkauft. Das ist gut. Harry Ballsack Adventures war so erfolgreich, dass wir nun 12 Fans haben. Ja, klar, aber es muss schon ein Name sein, der irgendwie dann auch passt. So, Spielbericht. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Harry Ballsack Adventures ist fertig. Ich kauf den Namen nicht klar. Und wir haben folgende Resultate erhalten. Mittelalter und Rollenspiel ist eine großartige Kombination. KI scheint für dieses Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Okay. Gut, wir verkaufen immer noch Harry Ballsack. Wir können jetzt auch mal ein bisschen forschen. Wie viele Forschungspunkte haben wir denn? 22. Okay, neues Thema. Dystopie, Transport, Superhelden, ja, Dystopie, UFO, was ist UFO? What the fuck? Könnten einen Transportsimulator machen. Forschung beginnen. Harry Ballsack. Oder so, ich meine, noch machen wir Einnahmen, guck mal, 66.000, das ist schön, 4 Fans, geht voll vorwärts. Forschung beendet. Du hast ein neues Thema erforscht, Transport. Harry Ballsack Adventures hat mit über 10.000 verkauften Stück einen neuen Firmenrekord aufgestellt. Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Lame Game. That's so lame. Eins können wir noch erforschen. Obwohl, eigene Spielengine macht auch Sinn. Krankenhaus. Haha. Also, wir gehen auf Simulationen eindeutig. Transport war Züge. Ne? Das passt nicht. Außerdem, die Titel dürfen nicht allzu lang sein. Das ist, glaube ich... Ist nicht drin. Okay, Krankenhausthema erforscht. Da wir alleine sind, können wir jetzt ein neues Spiel entwickeln. Wählen wir erstmal ein Thema. Ich glaube, wir machen eine Transport-Simulation. Transport-Action. So, 57%, also G64. Ja. Transport my butt sim you late. 30.000. Okay, kommen wir mit klar. Ich kann aber immer noch nachentwickeln, so ist es nicht, ja. Also, für die Titel, die du bringst. Nur habe ich dafür noch nicht die passenden Genre. So, 2D-Grafik, definitiv. Harry Ballsack Adventures wurde vom Markt genommen. Es wurden 11.882 Einheiten verkauft und 83.203 Umsatz erzielt. Das ist doch okay. So, Story-Quests brauchen wir hier eigentlich eher nicht so. Gameplay ganz wichtig, Engine auch wichtig. Ja, Story-Quests können wir sogar noch weniger machen, weil es ja eine Simulation. So. Neuesten Marktanalysen zufolge verkauft sich der Govodore G64 besser als die Konkurrenz in der PC-Branche. Kunden bevorzugen ihn gegenüber anderen Heimcomputern aufgrund seines niedrigeren Preises, der besseren Verfügbarkeit und der flexiblen Hardware-Konfiguration. Deswegen entwickle ich auch dafür. Experten schätzen, dass dies das Ende rivalisierender Hardwarehersteller sein könnte. Nein. No, it's not. So, Dialoge brauchen wir hier kaum. KI, ja. Level Design, ja. Aber nicht ganz so viel. Vermutlich, ich bin mir nicht ganz sicher. Das werden wir jetzt herausfinden. So, Spielweltdesign ist, glaube ich, weniger wichtig. Grafik und Sound dafür umso mehr. Okay, vermutlich. Ich bin mir absolut nicht sicher. Auf jeden Fall ist es sehr verbuggt. Naja, gut. Ich meine, du kannst dich ja daran orientieren, was ich hier so raushaue. Ja?
Komm, da pluppt da noch eine. Gerüchten zufolge plant die japanische Firma Nintendo, eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen. Nintendo ist bekannt für das sehr erfolgreiche Arcade-Spiel Dinkay King. Ja, das ist so. Da müssen wir auch später hin. Viele Branchenexperten bezweifeln zwar, dass die Heimkonsolen ein Renner werden, aber wir sind gespannt darauf, was Nintendo liefern wird. Okay, wir müssen auf jeden Fall mehr programmieren. Transport My Butt Simulator. Und ich glaube, das Simulator nehmen wir raus. Transport My Butt klingt viel besser. Wir könnten das verwerfen, wollen wir aber nicht. Zack, Spiel veröffentlichen. Immer raus mit dem Dreck. Wir haben die erste Bewertung für Transport My Butt erhalten. Oh, 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 wir können uns nicht etablieren. Oh, ihr Schwerpunkt auf Gameplay tat dem Spiel sehr gut. Ich mag es. Na dann, Dinkelkong. Sehr gut, Game Hero, yeah. Und ich liebe es, All Gmaze. Na dann, alles klar. Spielbericht, ja, komm. Transport My Butt, of course. Das sollte sich auch besser verkaufen. Ja, unsere Analyse nach Transport My Butt ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Transport und Simulation ist eine großartige Kombi. Grafik scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattformgenre Übereinstimmung G64 Simulation. Gut. Gut. Okay, dann. Ja, es reicht doch nicht. Nee, neues Spiel direkt. Obwohl wir hier echt wenig Auswahl haben, ne? Mittelalter ist natürlich geil, aber so Genres. Ja, wir könnten es ja mit Harry Ballsack 2 versuchen, aber ich glaube. Wir machen mal ein Adventure Game. Gehen mal von Harry Ballsack 2. Mittelalter Abenteuer. Gehen wir mal davon weg. Simulation ist gut hier, 57% Marktanteil, okay. What? Achso, ja, hallo, Abenteuer. Und weiter. Direkt, nicht textbasiert, 2D-Grafik. Obwohl wir immer noch nicht wissen, wie gut das Ganze jetzt ist. Story Quest, es ist ein Adventure. Gameplay, hauen wir auch ein bisschen was raus. Engine, ja, gehen wir mal davon aus. Wir können später eigene Engines machen. Harry Ballsack 2. Awesome. So, Dialoge, ja. Level Design, ja. Weil Adventure, KI. KI. So, okay. Dinkelkong. Da muss man sich aber das Genre dafür natürlich überlegen. Nintendo hat heute jüngste Gerüchte bestätigt und die Veröffentlichung einer neuen Heimkonsole namens TS Anfang nächsten Jahres angekündigt. Die Konsole unterstützt Spielmodule und verfügt über einen einzigartigen Controller. So. Graphics. Sounds. Ja, dann machen wir so ein Mittelding. Komm, okay. Superheld und Adventure. Dinkelkong. Okay, das ist okay. Ich hoffe, das bringt was, Jan, sonst Abmahnung. Transport My Butt verkauft sich übrigens sehr gut. Okay, vielen Dank an Laguna. Hallo Laguna, wir sind die Entwickler von Game Dev Tycoon und möchten uns bei dir für den Kauf des Spiels und deine Unterstützung bedanken. Game Dev Tycoon ist unser allererstes Spiel und es bedeutet uns viel, dass du Spaß damit hast. Mit dem Kauf unterstützt unser kleines Startup-Unternehmen und ermöglicht es uns hoffentlich, dir auch in Zukunft weitere Spiele bringen zu können. Ehrlich, du Rocks, vielen Dank. Und viel Spaß mit Game Dev Tycoon. Well, thanks. So, fertigstellen. Ja, das ist nix hier, ne? Eigentlich könnte ich es direkt wieder verwerfen, aber wir müssen es veröffentlichen. Wir haben gar keine andere Wahl. Transport My Butt wurde vom Markt genommen. 26.000 Einheiten verkauft und 180.000 Umsatz. Nicht schlecht, fast 190.000. Okay, gut, dann gehen wir jetzt direkt an dein Game. Was? Dinkay? Dinkelkong? Kok? Hätte ich es jetzt genannt.